Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Bettina Horster von der Viva Software AG. Heute sprechen wir, was sind die Trends 2017 für das Internet der Dinge? Zweiter Teil. Also, ich hatte ja schon gesagt, es sind so viele Trends, die auf 2017 auf uns zukommen werden. Da lohnt es sich, direkt einen zweiten Teil zu machen. Was sind diese Dinge, die für uns wirklich relevant werden? Ich komme heute mal über etwas technischere Dinge. Das macht ja sonst immer Thomas Horstermüller, aber so ein bisschen kann ich auch darüber berichten. Und zwar ein sehr, sehr großer Trend geht zum Edge Computing. Haben Sie schon mal gefragt, wie das mit den autonomen Autos überhaupt funktioniert? Hören die auf zu fahren, wenn die mal aus dem Netz rauskommen? Nein, natürlich nicht. Ein autonomes Fahrzeug hat einen gesamten Rechner hinten im Kofferraum und der kann auch selber vorprozessieren und die Daten nachher übermitteln. Also keine Angst, wenn Sie mal außerhalb der Reichweite sind von einem Netz, da passiert gar nichts. Und dieses sogenannte Edge Computing, das Vorprozessieren, also Vorberechnen auf einem Rechner, der dem Device sehr nahe ist, ist ein Trend, den wir vielfach feststellen können. Ein weiterer Trend sind hybride Plattformen. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört? Was ist denn das überhaupt? Nun, viele Unternehmen möchten zwar mit der Cloud zusammenarbeiten, aber für ihre Firmengeheimnisse, ihre sogenannten Golden Nuggets, na, da vertrauen sie ja doch nicht so ganz einer Public-Infrastruktur. Was kann man machen? Man kann es auftrennen. Man kann sogenannte hybride Plattformen aufbauen. Das heißt, ein Teil, die für mich wirklich sehr wichtigen, sehr wertvollen Daten, die ich auf keinen Fall außer Haus haben möchte, lege ich on-premise, wie sich das so schön nennt, lege ich im Haus auf meinem eigenen Netz ab, habe aber die gleichen Applikationen, die gleichen Funktionen, die gleichen Services wie in der Public Cloud. Und die Daten, die nicht ganz so wichtig oder die nicht ganz so vertraulich sind, kann ich weiterhin in die Cloud spielen. Und diese beiden Plattformen müssen optimal miteinander zusammenspielen. Und so habe ich sozusagen Best of Breed. Ja, die IoT-Plattformen, die sind im letzten, also im Sommer und Herbst und Winter 2016 sind die IoT, Internet of Things Plattformen herausgekommen. Einige sind auch schon ein wenig älter, aber der große Trend hat sich dort festgemacht. Die IoT Plattformen sind Software-Suiten und beinhalten alles, was ich im Grunde genommen an Basissoftware brauche, um ein IoT-System zu bauen. Heute käme ja auch keiner mehr auf die Idee, ein ERP-System oder zum Beispiel eine Datenbank selber zu programmieren. Das nimmt man einfach als Standardsoftware und konfiguriert das Ganze und programmiert seine eigenen Applikationen und Anwendungen on top. Und so läuft das hier auch. Und es ist so, dass wirklich fast alle großen IT-Softwarehersteller eine IoT-Plattform haben. Sei es Amazon, Google, SAP, Microsoft, HP, Cisco. Es sind so viele. Es ist kaum einer, der sich da nicht tummelt. Es gibt aber auch noch kleine Nischenanbieter, die ganz bestimmte Bereiche bedienen. Auch die sind auf dem Markt erhältlich. Aber für die meisten werden sicherlich die großen Anwendungen das Richtige sein. Hier muss man sich natürlich sehr, sehr stark informieren, weil es nicht einfach ist, die beste Plattform zur gewünschten Anwendung herauszufinden. Eine weitere Problematik bei diesen IoT-Plattformen besteht darin, dass die Preismodelle oftmals noch nicht fest sind und einem Wandel unterliegen. Das ist ein Problem, weil wenn ich mich einmal auf so eine Plattform festgelegt habe, ist es sehr, sehr schwierig, diese zu wechseln. Die Plattformen sind auch noch so neu, die bieten meistens gar keine Möglichkeiten an,
Migrationsservices werden nicht angeboten. Und so insofern ist es sehr, sehr schwierig und macht sehr viel Arbeit, hier den Partner zu wechseln. Von daher rate ich Ihnen, schauen Sie sich gut an, mit wem Sie sich ins Bett legen. Denn das wird jetzt erstmal für eine ganze Zeit sichtbar sein. Seien Sie vorsichtig mit den Geschäftsmodellen, Preismodellen der IoT-Anwender, weil hier können kleinste Änderungen gleich die gesamten Geschäftsmodelle zunichte machen. Einen letzten großen Trend ist Augmented Reality auch im B2B-Bereich. Zum Beispiel im Lager kann man dort fürs Picking sehr, sehr gut mit einer Brille arbeiten. Pokémon Go hat uns ja im letzten Sommer gezeigt, dass das sehr erfolgreich gemacht werden kann. Falls Sie noch Anregungen und Vorschläge haben, über die wir sprechen können, nutzen Sie bitte die Kommentarfunktion. Ich würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Seien Sie erfinderisch. Bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie mehr über das Internet der Dinge erfahren wollen, abonnieren Sie bitte unseren Channel. Ihre Bettina Horster.